Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuzfahrtsüchtig. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und heute reden wir mal über etwas, das auf den ersten Blick ziemlich banal klingt. Wir reden über Kreuzfahrtgepäck. Dabei gibt es allerdings eine ganze Reihe von Dingen, die man beachten sollte. Und welche das sind, das erklären wir euch jetzt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Video. Ja, die erste Frage, die ihr euch vermutlich stellen werdet, ist, welche Arten von Koffern sind denn geeignet für eine Kreuzfahrt? Und da empfehlen wir ganz klar Hartschalenkoffer mit TSA-Schlössern. Warum ein Hartschalenkoffer? Naja, euer Gepäck wird nicht immer mit Glasehandschuhen angefasst. Allein schon, wenn ihr mit dem Flugzeug zur Kreuzfahrt anreist, dann wird euer Gepäck sehr, sehr ruppig mitunter behandelt und da ist es ganz gut. Ihr habt eine schützende Hartschale um eure empfindlichen Kleidungsstücke drumherum. Und warum sollte der Koffer ein TSA-Schloss haben? Naja, einfach deswegen, in den USA ist es so, dass eure Koffer von der Transportsicherheitsbehörde durchleuchtet werden können und die greifen sich einfach mal Koffer als Stichprobe raus und wenn da euer Koffer dabei ist, dann haben die das Recht, diesen Koffer zu öffnen. Durch das TSA-Schloss ist es so, dass diese Behörde einen Schlüssel hat, mit dem sie euren verschlossenen Koffer öffnen kann, ohne das Schloss zu beschädigen. Da wird ein Zettel dann reingelegt, dass ihr wisst, der wurde durchsucht. Und dann wird er auch wieder ordentlich zugemacht und geht weiter an euch. Habt ihr einen Koffer ohne TSA-Schloss, dann wird er von der Transportbehörde aufgebrochen. Tja, und dann ist es euer Problem, wie ihr mit diesem aufgebrochenen Koffer weiterkommt. Also von daher empfehlen wir auf jeden Fall einen Hartschalenkoffer mit TSA-Schloss. Weiterhin empfehlen wir euch, einen Rucksack mit dabei zu haben, gerade für alles, was das Thema Handgepäck angeht. Er ist groß, er ist robust, es passt einiges rein, er lässt sich sehr bequem tragen. Ja, und so spart ihr euch auch das Problem, dass ihr einen weiteren Rucksack im Koffer mitnehmen müsst für die Landausflüge. Den habt ihr nämlich schon als Handgepäck mit dabei. Ja, und habt ihr dann den passenden Koffer gefunden, dann ist auch irgendwann die Zeit gekommen, um mit dem Kofferpacken zu beginnen. Und da empfehlen wir immer sehr gerne, wenn ihr mehr als eine Person seid, das Gepäck auf mehrere Koffer zu verteilen. Also gerade was Kleidung angeht, wir packen normalerweise immer die Kleidung für eine Woche in die Koffer ein. Da machen wir es generell so, dass wir so packen, dass jeweils in einem Koffer für 3 oder 4 Tage die Wäsche des anderen mit dabei ist. So haben wir einfach die Sicherheit, dass falls ein Koffer am Flughafen stehen bleibt, falls er aus irgendeinem Grund nicht den Weg aufs Schiff findet, haben wir immer noch einen zweiten Koffer dabei und in dem haben wir dann immerhin noch Kleidung für 3 bis 4 Tage. Von daher empfehlen wir euch das wirklich dringend, verteilt eure Kleidung auf mehrere Koffer, wenn ihr mit mehr als einer Person unterwegs seid. Ja, und wo wir gerade beim Thema Kofferpacken sind, natürlich gibt es Gegenstände, die ihr nicht mit an Bord nehmen dürft. Und dazu gehören natürlich solche Sachen wie Feuerwerkskörper und Waffen. Aber ich denke, das ist jedem normal denkenden Menschen sowieso klar. Was ihr ebenfalls nicht mit an Bord nehmen dürft, sind Dinge, die sich stark erhitzen können. Und dazu gehören solche Dinge wie Föhns, wie Glätteisen, dazu gehören Wasserkocher, dazu gehören Reisebügeleisen und Heizdecken. Alle diese Gegenstände sind an Bord von Kreuzfahrtschiffen nicht erlaubt. Ebenso sieht es übrigens mit Mehrfachsteckdosen aus. Die meisten Reedereien verbieten die Mitnahme eigener Mehrfachsteckdosen, was einfach daran liegt, dass diese Steckdosen oft eine recht minderwertige Qualität aufweisen und die ihr im Baumarkt einfach nicht sehen könnt. Ist diese Steckdose, die dort angeboten wird, hochqualitativ oder ist sie eben einfach nur China-Schrott? Und gerade diese Schrottsteckdosen neigen sehr gerne dazu, sich zu entzünden und damit sind sie einfach ein Feuerrisiko. Und ihr wisst ja, Feuer ist die größte Gefahr auf einem Schiff. Was ihr ebenfalls oft nicht mitnehmen dürft, das sind verderbliche Lebensmittel und alkoholische Getränke. Ja, und wo wir gerade dabei sind, auch das Gewicht eures Koffers ist durchaus ein Thema. Nicht nur, wenn ihr mit dem Flugzeug anreist, da bestimmt ja die jeweilige Fluggesellschaft, wie schwer euer Koffer sein darf. Nein, auch wenn ihr mit der Bahn oder mit dem Bus anreist, so ist es trotzdem so, dass die Reedereien das Gewicht des Koffers limitieren. Bei den meisten Reedereien liegt das so ungefähr bei 25 Kilogramm. Das liegt einfach daran, euer Koffer muss von der Crew ja auch noch irgendwie geschleppt und getragen werden können. Ja, und von daher zählt auch, wenn ihr nicht mit dem Flugzeug anreist, das Gewicht eures Koffers. Wie spart man Gewicht? Natürlich, indem man besonders schwere Dinge herauslässt. Eine Alternative kann aber auch sein, dass man Dinge verkleinert. Und hier sind wir jetzt beim berühmten Kulturbeutel. Viele von euch nehmen Sonnenmilch mit, die Damen der Schöpfung brauchen natürlich ihre Kosmetik. Duschgel und Shampoo könnt ihr übrigens zu Hause lassen, das gibt es genauso wie einen Föhn an Bord in eurer Kabine.
Aber gerade was die Kosmetik angeht, könnt ihr wirklich Gewicht sparen, indem ihr einfach auf Reisegrößen umsteigt. Die sind zwar ein bisschen teurer, aber sie schaffen enorm viel Platz im Koffer. Falls ihr das nicht wollt, gibt es noch eine weitere Möglichkeit. In vielen Drogeriemärkten findet ihr Nachfüllpackungen oder kleine Fläschchen und in die könnt ihr dann problemlos eure Conditioner und was ihr alles habt einfach umfüllen und so baut ihr euch eure Reisegrößen einfach selbst. Eine weitere häufig gestellte Frage ist die Frage nach dem Handgepäck. Was muss ins Handgepäck? Ja, und da gibt es eine ganz einfache Faustregel, nach der man da entscheiden kann. Alles, was notwendig ist und alles, was teuer ist, das gehört ins Handgepäck. Und ob das jetzt eure benötigten Medikamente sind, die ihr ständig braucht, ob das eure Reisepässe sind, die Reiseunterlagen, Visa zum Beispiel oder die ESTA-Einreiseerlaubnis für die USA oder auch Bargeld, das alles gehört natürlich in euer Handgepäck. Ebenso verhält sich das Ganze mit teurer Elektronik, ob das eure Handys sind, eure Kameras oder eure Tablets, auch die solltet ihr im Handgepäck befördern. Eine weitere Sache, an die wir euch erinnern möchten, ist, markiert eure Koffer. Das ist einfach so, die Koffer, die ihr heute kaufen könnt, das sind in der Regel Massenprodukte und die werden von vielen Menschen benutzt. Und gerade schwarze, graue und silberne Koffer gibt es mehr als zuhauf. Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, gerade wenn ihr ein populäres Koffermodell habt, dass andere Reisende den gleichen Koffer haben wie ihr. Das ist alles noch so lange kein Problem, solange ihr eure Koffer ständig im Blick habt, aber spätestens, wenn ihr das Gepäck am Flughafen aufgegeben habt, ist es damit dann auch vorbei. Und wir erleben das immer wieder an der Kofferabnahme an Flughäfen, wenn dann die ganzen Koffer aufs große Band geladen werden. Ja, dann kommen eben 5, 6, 7, 8, 9, 10 schwarze Koffer raus, die alle ziemlich ähnlich aussehen. Und es gibt nun mal auch Zeitgenossen, die sich nicht die Mühe machen, genau zu gucken, ist das mein Koffer oder ist er das nicht, sondern die greifen dann einfach nach dem nächstbesten schwarzen Koffer und zack, sind sie damit durch den Zoll und weg. Und wenn das jetzt ein normaler Linienflug war, in dem eben nicht nur Kreuzfahrtgäste sitzen, dann habt ihr echt ein Problem, euren Koffer wiederzubekommen. Tja, und von daher empfehlen wir immer wirklich einen Aufkleber auf euren Koffer drauf zu machen, eine Schleife aus Stoff dran zu machen, irgendwas, das euren Koffer von den anderen Koffern abhebt, indem ihr auch klar sehen könnt, okay, das ist unserer. Wir haben es für uns so gelöst, dass wir unser Kreuzfahrtsüchtig-Logo auf unsere Koffer geklebt haben. Wer sich den Stress nicht machen möchte mit eigenen Aufklebern, der kann natürlich einfach auch farbige Klebepunkte benutzen oder einen anderen Aufkleber, den ihr irgendwo herbekommen habt. Eine weitere Option sind schöne farbige Kofferbänder, die ihr um die Koffer legen könnt. Auch damit kann man Koffer sehr gut unterscheiden. Ja, und irgendwann ist es dann soweit, ihr habt das Kreuzfahrtterminal und damit das Ziel eurer Reise erreicht. Vor euch liegt das Schiff majestätisch in der Sonne und die Vorfreude wächst und wächst und wächst und ihr wollt nur noch an Bord und der erste Schritt dazu ist dann erstmal die Koffer abzugeben. Bei Kreuzfahrtschiffen ist es so, dass die Koffer immer deckweise abgegeben werden, das heißt jedes Deck hat eine eigene Kofferannahmestation. Und dort geht ihr mit eurem Koffer hin, drückt diesen Koffer einem Crewmitglied in die Hand und das sorgt dann dafür, dass euer Koffer verladen wird, an Bord kommt und dann vor eurer Kabine abgestellt wird. Was ihr auf jeden Fall nicht vergessen dürft, ist, bevor ihr diesen Koffer einem Crewmitglied gebt, am Hafen die Kofferanhänger, die ihr vor der Reise von der Reederei bekommen habt, an eurem Koffer anzubringen. Wenn ihr die Reiseunterlagen per Post bekommen habt, dann sind diese Kofferanhänger meistens in so perforierten Blättern drin. Das heißt, ihr könnt die leicht raustrennen und dann direkt am Koffer anbringen. Wenn ihr die Kofferanhänger per E-Mail bekommen habt und ausdrucken musstet, dann ist es oft so, dass es sich empfiehlt, Tesa oder einen Tacker dabei zu haben. Dann lassen sich diese ausgedruckten und gefalteten Kofferanhänger auch sehr, sehr einfach an euren Koffern befestigen. Denkt auf jeden Fall dran, dass ihr das nicht vor dem Flug macht, wenn ihr mit dem Flugzeug anreist, denn oft werden die Koffer relativ heftig angepackt und dann kann es ganz gut sein, dass ihr den Koffer am Zielflughafen in Empfang nehmt und euer Decksanhänger ist dann schon weg oder weggerissen worden während dem Verladen. Dementsprechend empfehlen wir, nehmt eure Kofferanhänger mit ins Reisegepäck und bringt die bitte erst vor der Einschiffung im Hafen an eurem Gepäck an. Ja, und dann habt ihr es endlich geschafft. Ihr steht an der Reling, der Seewind bläst euch um die Nase. Ihr habt einen Cocktail in der Hand. An der Pier stehen Menschen, die winken. Euer Schiff legt ab und das erste Auslaufen beginnt und das genießt ihr auch in vollen Zügen. Ja, und nach dem ersten Auslaufen geht's dann also langsam zurück auf die Kabine, schauen, ob die Koffer schon angekommen sind und oh Schreck, es sind keine Koffer da. Was tut man in so einem Fall? Also grundsätzlich erstmal ist es überhaupt kein Drama, wenn beim Auslaufen die Koffer noch nicht vor der Kabine stehen. Je nachdem, wie groß das Schiff ist, müsst ihr euch mal überlegen, gehen ja mit euch 2000, 4000, 5000 Passagiere an Bord, die haben alle noch Gepäck dabei.
Das bedeutet, an so einem Tag auf dem großen Schiff muss die Crew 5, 6, 7.000 Gepäckstücke händisch auf die jeweiligen Kabinen verteilen. Das Ganze geschieht dann mit Handwagen in den sehr engen Fluren. Das ist also wirklich ein Kraftakt für die Crew und die bemüht sich auch, das möglichst schnell und effizient zu erledigen. Trotzdem kann das wirklich auch mal sein, dass die Koffer erst nach dem Auslaufen bei euch eintrudeln. Die kommen auch nicht immer alle auf einmal. Es kann auch sein, dass die ja mit etwas Zeitversatz bei euch vor der Kabinentür stehen, je nachdem, welcher Gepäckcontainer unter Deck dann zuerst geöffnet worden ist. Macht euch also bitte erstmal keine Sorgen, wenn nach dem Auslaufen nicht gleich die Koffer vor der Kabinentür stehen. Solltet ihr gegen Abend immer noch keinen Koffer erhalten haben, dann ist es vielleicht empfehlenswert, mal an die Rezeption zu gehen. Die können euch sehr genau sagen, ob euer Koffer an Bord ist oder nicht. Oft sind das dann so Kleinigkeiten, dass euer Kofferanhänger sich da gelöst hat und der Koffer eurer Kabine nicht zugeordnet werden konnte. Dieses Gepäck wird dann in der Regel in einem Nebenraum gestapelt und ihr könnt dann gucken, wo euer Koffer ist und dann wird er euch auch gebracht. Also in den seltensten Fällen ist es so, dass euer Koffer den Weg an Bord nicht gefunden hat. Ja, und sollte dem so sein, auch dann ist das kein Weltuntergang. Dann wird die Crew dafür sorgen, dass der Koffer zum nächsten Hafen nachgeschickt wird und bis dahin wird sie euch mit dem Nötigsten versorgen. Ja, ihr Lieben, das waren sie. Das waren unsere Tipps zum Thema Gepäck auf Kreuzfahrten. Und falls euch noch der richtige Koffer für eure nächste Kreuzfahrt fehlt, wir haben mal die Koffer, die wir immer benutzen, unter diesem Video für euch verlinkt. Keine Sorge, das ist kein Promo-Link. Wir verdienen da kein Geld damit. Das dient wirklich nur eurer Information. Falls euch das Video gefallen hat, falls es für euch interessant und nützlich war, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Sehr gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe von Kreuzfahrtsüchtig wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut. Euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.